Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Forbidden West. Mit mir, dem Jan. Und mir ist gerade erst klar geworden, was sind das hier alles für Missionen? Begib dich zum Rebellenaußenposten. Achso, das sind alles Rebellenaußenposten. Außer hier, begib dich zum Demeters-Koordinaten. Rebellenaußenposten. Rebellen. Da ist die ich nicht bekomme, weil die im Stein hängt. Auf jeden Fall jetzt hier weiter dem Typ folgen. Katalo. Nichts mehr zu sagen? Diese Rebellen sammelten Maschinenteile, vielleicht für mehr Überbrückungen. Und Tecoti will nichts unternehmen? Warum sollte er, wenn er das Bollwerk hat? Ich wuchs hinter der Mauer auf. Dort hat man schnell ein falsches Gefühl der Sicherheit. Mehr Rebellen bei der Lichtung. Geh voraus. Wachsam bleiben. Schwäche, Gift. Regala wird bald zuschlagen und das wird Hikaros Ende sein. Halt, Fremde! Schnappt euch den Eindringling! Kämpft mit Ehre! Ich kämpfe immer! Das ist ermüdend! In Stücke reißen! Für Regala! Sie sind anfällig! Wo rennt ihr denn jetzt hin? Nein! Du bist jetzt ganz allein! Zu mir! Blut! Ich bin noch nicht tot! Hey, wieso lebt die noch? Größe ist nicht gleich Stärke. In den Kampf, Fremde! Boah, immer da hinten. Falsche Pfeile. Das war's. Gehen wir. Ja, erstmal wieder ein bisschen hier auffüllen. Genauso wie hier die Feuerpfeile. So. Mehr als 200 kann ich ja nicht mitnehmen zurzeit. So, wo ist er jetzt hin? In Steinfall hast du gesagt, dass die Rebellen seit Tagen hier durchziehen. Bis Tecoti bemerkt, dass er unterlegen ist. Könnte das Tal schon überrannt sein? Ginge es nicht auch um den restlichen Clan?
würde ich den Tag begrüßen, wenn sein Stolz zerfällt. Okay. Na, vielleicht könnten wir ihn umstimmen. Da sind wir. Das Bollwerk. Sag, wenn du soweit bist, dann kündige ich uns an. Ja, ich bin soweit. Du da! Ein Marschall ersucht um Audienz beim Clan-Kommandanten. Ich dachte, alle Marschälle wären tot. Wir bewachen den Weg zum Berg. Wo die Flügel der Zehn uns finden werden. Okay, Marschall. Ich rufe den Lift für euch. Ich übernehme das Reden bei Tecote. Wir werden sehen. Wieder da. Das war also dein Heim. Vor langer Zeit. Komm schon. Du sollst eine neue Begegnung haben. Hast du getan? Marschall Kutano. Wie hast du das angestellt? Kutano? Was will er mit dieser Fremden? Ich habe die Kanone abgebrochen. Ich habe sie mir geschnappt, als er auf mich losging. Immer bin ich dieser Fremde, ey. Der letzte Marschall. Willst du nachher eine Runde Streit spielen? Ein besonders knifflige Streckenabschnitt? Nicht die Strecke ist wichtig, sondern dein Partner. Wenn er schwach ist, kostet dich das. Und du schaffst es vielleicht nicht bis hoch. Na, so eine nette Begrüßung. Eine Fremde und ein verstümmelter Marschall. Ein Spektakel. Erinnert mich an meine Heimat. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Wenn sie mich mieden oder wenn sie mich anstarrten. Ich würde Ersteres vorziehen. Wir wollen zu Tecote. Lasst uns rein. Der Sohn des Himmelsklans kehrt zurück. Preiset die Zehn. Dein Häuptling befahl die sofortige Entsendung von Kämpfern für die Kulrut. Wir wollen sicherstellen, dass deine nicht unterwegs verloren gingen. Verstehe. Regala hat dem Häuptling schwer zugesetzt, wenn er euch beide als Boten schickt. Sie besiegte Regalas Champion Grodda bei der Gesandtschaft. Sie kämpfte ehrenvoll. Ich war so klug, meine Soldaten von dort fernzuhalten. Und auch jetzt bin ich so klug, meine Kämpfer hier zu behalten. Wenn sie kämpfen, dann hier. Zum Schutz der Mauer und des Clans. Diese Mauer wird dich nicht schützen. Nicht vor den Maschinen, die Regala kontrolliert. Sie stehen schon vor deinen Toren. Was weißt du denn von den Schlachten, denen das Bollwerk getrotzt hat? Dem vergossenen Blut? Ich weiß, dass es kein Schild für einen Feigling sein sollte.
Du warst einst ein großer Krieger. Doch das ist vorbei. Richte Hecaro aus. Mit allem Respekt. Wir behalten unsere Kämpfer hier, solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind. Ich hab's gesagt. Worte sind bei ihm nutzlos. Wir müssen ihn wohl töten. Nicht einfach bei den ganzen Männern. Hörst du überhaupt zu? Solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind, meinte er. Warte hier. Ich muss mir diese Mauer näher ansehen. Was? Warum? Okay, also. Dann kann ich ja erstmal gucken, was es hier so gibt. Ich geb's ungern zu, aber Regala ist wirklich schlau. Ah, die wandernde Fremde. Komm, wir handeln. Ja, ich habe leider gerade nichts, was ich brauche. Sie ist vielleicht nicht so stark wie Tecote. Maler. Nur Sperrer, nur das Todessucherin. Ja, das reißt mich irgendwie gar nicht. Glauben mag. Ich muss runter zum Fuß der Mauer und sie mir ansehen. Ich habe genau das, was du brauchst. Ein bisschen mal hier speichern und weitergehen. Also. Du, Fremde. War's das schon, Fremde? Muss ich jetzt wirklich nach hier unten? Oh, wart's nur ab. Ich muss etwas weiter von der Mauer weg, damit ich sie richtig scannen kann. Ja, okay. Hier. Okay, scannen wir die Mauer. Dachte ich's mir doch. Etwas aus Metall steckt darin. Die Felsen stören meinen Scan. Ich muss näher ran. Aber wie? Ich könnte vielleicht da links die Mauer hinaufklettern. Bei dem Wasserfall. Ja. Wo kommt dieses Wasser her? Aus dem Berg. In die Mauer. Vielleicht in einen Hohlraum. Ich müsste die Steine rausstellen können. Ja, habe ich gemacht. Kann ich das kaputt schießen? Okay, ist nicht so wie bei Assassin's Creed. So, ich scanne den Panzer nochmal. Ein Energiekern. Wenn ich den hochjage, bloß wie? Ja, hier gibt's nichts mehr zu tun. Ich sollte zu Kutalo. Okay, wieder zurück. Wie, wo befindet er sich denn jetzt? Auch hier draußen? Warum? Der Schnee bedeckt das Land. Wachen sagen, du kriechst an der Mauer rum wie eine Ratte. Was im Namen der Zehn hast du vor? Tecote sagte, er entsendet keine Kämpfer, solange sie hinter dem Bollwerk sicher sind.
Richtig? Hab's nicht vergessen. Also, reißen wir es ein. Hast du dir den Kopf angeschlagen? Ich mein's ernst. Etwas aus der alten Welt steckt da drin fest und es hat eine Energiezelle. Wenn ich die sprenge, könnte ich die erste Schicht Fels und Metall durchdringen. Selbst wenn es stimmt, was du sagst, wäre dazu eine Kanone nötig. Du hast recht. Und du sagtest, die Rebellen holen sie sich von den Maschinen im Tal. Komm mit. Nein, ich mache nicht mehr mit bei diesem Irrsinn. Hikaru hat dir befohlen, mir zu helfen. Willst du ihm trotzen wie dieser arrogante Dreckskerl? Das war ein gemeiner Vergleich. Also, die Rebellen lagern vielleicht nordöstlich von hier. Und was dann? Wir beide gegen alle von denen? So ungefähr, ja. Tja, dir fehlt es an Vernunft. Aber Mut fehlt dir nicht. Also, vorhin, mit Tikuti. Zwischen euch scheint es ja böses Blut zu geben. Das stimmt. Wenn wir deinen Plan überleben, erzähle ich es dir vielleicht. Ich nehme dich beim Wort. So, da sind Maschinen. Tja, jetzt haben die Rebellen wohl jede Menge Feuerkraft. Fertig! Abmarsch! Du wolltest eine Kanone. Das Ding hat welche. Aber es wird nicht leicht zu erlegen sein. Vor allem nicht so. Ich erledige den Großen. Übernimm du die anderen. Ich folge dir. Was? Erstmal scannen. Du verletzt sie. Vielleicht ist da irgendwas, womit ich das Ding erledigen kann. Mein Fokus kann helfen. Bereit machen, Leute! Es geht gleich los! Der Himmelsclan wird fallen! Schade, dass es Hikaru nicht zusammen mit den Marschällen erwischt hat. Wie schmeiße ich denn so einen Kackstein nochmal? Ich weiß es nicht. Mann, schmeiß dich doch nicht hin.
will ja nichts sagen, aber ich habe noch überhaupt keinen Schaden angerichtet. Wie keine Munition mehr. Sie ist im Post gefangen. Du bist nicht allein. Anfällig. Hä, von wo? Ich sehe sie nicht mehr. Als wenn. Sie sind anfällig. Wird kein Spaß, das Ding bis zum Bollwerk zurückzuschleppen. Hier. Mein Arm ist zwar weg, aber mein Rücken ist noch da. Mach dir. Ja, es gibt hier noch Sachen zum Einsammeln. Egal. Hey, du hast gut gekämpft. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Die Rebellen und ihre Maschine zu töten. Es war tatsächlich gut, sie anzugreifen. Glaubst du wirklich, dieses Ding kann uns helfen? Wir werden es sehen. Nee, das wird noch was. Wenn man gegen die alle kämpfen muss irgendwann. Sind ja wirklich alles nur einzelne Steine. Wenn man da einmal reinfeuert, wie gleich, dann fällt da alles zusammen. Kehr zum Bollwerk zurück. Bitte sehr. Aber du brauchst nicht nur eine Kanone. Du brauchst ein Wunder. Komm sofort. Und? Los. Okay. Ich muss ein paar der Steine wegsprengen
um die Energiezelle freizulegen. Es klappt! Nichts explodiert. Der Schnee knirscht über den Stiefel. Das wird nicht funktionieren. Na, was für ein Anblick. Zwei Kinder spielen belagert. Hoffentlich tun sie dem Bollwerk nicht weh. Kommt schon, macht euch nicht noch mehr zum Narren. Und lasst den armen Berg in Ruhe. Das ist deine letzte Chance, Tecote. Noch kannst du Hikaru Folge leisten. Das ist deine letzte Chance. Du verwechselst das. Verschwinde von hier, Wilde, sofort. Und nimm diesen Krüppel mit. Getan. Keine Mauer zum Verstecken mehr da, Tecote. Jetzt musst du zu Hikaru. Niemals. Niemals. Wir bauen sie wieder auf. Und zwar sofort. Ihr seid nicht sicher. Das Bollwerk hielt nicht mal gegen eine einzelne Kanone. Geschweige denn gegen eine Armee aus Maschinen. Nur gemeinsam mit eurem Häuptling werdet ihr vor Regala in Sicherheit sein. Du sagtest, keine Kämpfer würden geschickt, solange der Clan sicher sei, hinter dem Bollwerk. Also entsende sie jetzt. Oder ist dein Wort gar nichts wert? Schickt sie. Ich kann dich nicht hören. Schickt die Kämpfer! Ich freue mich auf die Farben des Himmelsclans in der Arena. Gut gemacht, Marschall. Was wird jetzt aus diesem Ort? Sie werden ohne Mauer leben müssen. Doch das ist besser, als fern vom Stamm zu leben, als Schachfiguren für Tecotes Pläne. Aber wenn du nach ihnen sehen willst, sprich mit Gera, der Kaplanin des Clans. Falls dort jemand Hilfe braucht, weiß sie es. Ja, das mache ich vielleicht. Dann gehe ich jetzt. Erstatte Bericht bei Hikaru. Wir sehen uns zu Kulrut. Gut. Dort brauchen wir vielleicht auch ein Wunder. Vielleicht sollte ich dort oben nachsehen, ob es allen gut geht. Diese Kaplanen suchen. Gera. Am besten hole ich mir neue Vorräte, bevor ich aufbreche. Ja, erstmal würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.